Hallo ihr Anime-Fans da draußen, ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing-Video hier auf meinem YouTube-Kanal und natürlich auch auf der Website Gameplay Gamers. Wie es der Titel des Videos schon vermuten lässt, geht es heute um die Anime-Serie Detective Conan, genauer gesagt um die 16. Volume auf DVD, die von Kase Anime veröffentlicht wurde. Und die Episoden 410 bis 433, also insgesamt 24 Folgen an der Zahl, ja, verkörpert. Es handelt sich dabei, hier wird es nochmal darauf hingewiesen, dass es die TV-Serie ist. Und auf dem Cover der Box haben wir hier zum einen natürlich die Hauptfigur Edogawa Conan und im Hintergrund ist dann natürlich auch einer seiner Gegenspieler, Kaito Kid. Der hat zwar nur eine ja sehr untergeordnete Rolle hier in der 16. Serienbox, aber trotzdem ist er mit drauf. Muss man halt so hinnehmen. Hier unten habt ihr dann aber auch noch die Angabe, dass es eben die DVD-Version ist. Eine Blu-ray-Fassung gibt es zum aktuellen Zeitpunkt zur Aufnahme des Videos noch nicht, aber es sind 5 Datenträger enthalten. Ja, auf der Seite sieht es dann so aus, dass wir hier oben das Kase Anime Logo haben. Hier drunter haben wir ein Artwork von Haibara Ai. Daneben, oder darunter eher gesagt, noch einmal das Detective Conan Logo. Hier die Angabe, dass es die 16. Serienbox ist. Und nochmal die Angabe, dass 5 DVDs enthalten sind. Ja, ich halte euch jetzt natürlich wie immer die Packung in die Kamera. Ihr könnt gerne auf Stopp machen, um euch den Text durchzulesen, der jetzt sich gerade leider ein bisschen verflüchtigt vom Unschärfeeffekt, aber gut, so ist es nun mal eben, konnte man es noch mal kurz sehen. Jedenfalls ist der Aufbau sehr ähnlich wie auch bei den anderen Volumes, die schon vorher erschienen sind. Da habe ich ja auch Unboxing-Videos zu gemacht, könnt ihr gerne mal reinschauen, wenn ihr möchtet. Jedenfalls haben wir hier natürlich den Text mit so ein bisschen Inhalt, worum es hier unter anderem geht. Daneben dann ganz viele Bildschirmaufnahmen aus Szenen, die in der Serie eben vorkommen. Hier dann ein Artwork von den Detective Boys inklusive Haibara Ai und natürlich noch eine Auflistung der Beteiligten und zu den technischen Spezifikationen, die ja nicht unwichtig sind. Die Serie liegt auf der DVD nur auf Deutsch vor. Laufzeit ca. 600 Minuten im Format 4:3. Tonformat ist Dolby Digital 2.0 und als Extra gibt es einen Episodenguide und das werden wir im Rahmen dieses Unboxing-Videos dann nochmal vorstellen. Ja, auf der Seite sieht die Packung im Grunde bis auf das hintergründige Muster genauso aus wie auf der anderen Seite. Und wenn wir das hier rausschieben, haben wir zum einen natürlich hier ein Artwork von Conan und auf der anderen Seite seht ihr dann noch einmal ja, dasselbe Cover oder dasselbe Artwork wie auf dem Cover selbst, mit dem Unterschied, dass ihr hier ein FSK ab 12 freigegeben Logo habt, was ihr hier nicht habt. Sprich, wenn diese Box verschweißt ist, dann ist dieses FSK Logo da drauf geklebt. Ihr habt es zum Glück hier eben nicht auf der Packung selbst mit drauf, also es bleiben auch keine Kleberückstände, das finde ich sehr schön. Hier ist es nur drauf, aber stört meiner Meinung nach hier unten auch relativ wenig. Ja, wenn wir das hier einmal aufklappen, haben wir einfach dieses Flanellmuster, wie ich es immer gerne nenne. Und wenn wir es dann noch einmal aufklappen, haben wir dann direkt auch einen Blick auf die 5 DVDs. Ich halte euch das jetzt mal so ein bisschen in die Kamera, denn ich habe es euch schon 15 Mal gesagt und ich sage es euch auch gerne ein 16. Mal. Ich finde die DVDs von den Detective Conan DVD-Boxen immer so gut und hochwertig bedruckt. Also die fühlen sich auch tatsächlich hochwertig an und ich finde einfach, da wird der ganze Platz benutzt, der vorhanden ist mit der Darstellung einer Szene aus einer der enthaltenen Folgen auf den Datenträgern, was ich immer sehr wichtig finde. Und man weiß direkt, worauf man sich vielleicht schon freuen kann. Und es ist einfach sehr schön und ich finde, das könnte man bei so vielen anderen Anime-Serien auch machen. Also ich weiß nicht, wer da bei Kase verantwortlich ist. Vielleicht hat dann auch der Lizenzgeber, das müsste ja TMS Entertainment sein, da ein Mitspracherecht, wie das gestaltet werden soll. Aber ich finde, da machen die es genau richtig. Ja, ich habe jetzt hier auch schon mal das Booklet rausgeholt, dass es sich hier auch bei der 16. Ausgabe nur um einen Episodenguide handelt. Aber ich finde, ein Episodenguide, der sehr schön gestaltet ist. Also hier oben seht ihr die Detective Boys inklusive Haibara Ai, das Detective Conan Logo, die Angabe, dass es eben zur Volume 16 gehört und nochmal den Hinweis, es ist ein Episodenguide, oh Wunder. Ja, wenn wir das ja immer aufschlagen, haben wir hier links ein sehr schönes Artwork, wo Kogoro quasi gerade
ja, in einem Onsen, einer heißen Quelle hier sitzt und so im Hintergrund ist alles schneebedeckt und ich finde, das sind immer sehr, sehr schöne Bilder, egal in welcher Anime-Serie, Schnee kann man nie genug haben. Ich bin auch ein sehr, sehr großer Schneefan an der Stelle, kann ich mich auch mal outen. Und ja, gefiel mir also auch sehr gut die Quelle, besonders wie dann, ja, die Lösung des entsprechenden Mordes präsentiert wurde. Man muss sagen, es ist teilweise natürlich sehr viel konstruiert, aber ich mag das irgendwie. Jedenfalls der Episodenguide, der fängt ja an bei Folge 410, eine heiße Quelle, Schnee und ein langärmeliger Kimono und geht dann halt von Folge 410 war das jetzt, glaube ich, genau, von Folge 410 immer so weiter und ihr seht dann teilweise, habt ihr hier auch einen Vierteiler mit der Teufel im Koshin-Stadion, wo dann, dann auch Hattori Heiji auftaucht und natürlich auch seine Freundin Kazuha. Und das ist alles sehr schön gestaltet. Ihr habt also zu jeder Episode, wie immer, einen Text, der den Inhalt der Folge ganz gut zusammenfasst oder das Nötigste runterbricht. Und das geht dann hier bis Folge 433, die Anfrage einer seltsamen Familie Teil 2. Und hier kann man auch direkt sagen, wir haben am Ende von Folge Episode 433 keinen Vorausblick auf die nächste Folge. Und wir haben also auch einen Cliffhanger, was halt ein bisschen daran liegt, dass aktuell noch keine weiteren Folgen auf Deutsch übersetzt worden sind oder auch nicht synchronisiert worden sind. Soweit ich weiß, kommen die Ende 2022 dann bei uns im Fernsehen. Ich schätze mal, 23 geht es dann noch weiter. Ich will dann noch versuchen, wieder Unboxing-Videos dazu zu machen. Und hier, wenn wir den Episodenguide dann auch noch zu Ende anschauen, haben wir ein großes Artwork von einer Szene, wo Kogoro gerade Conan und Ran rettet, weil gerade ein Mordanschlag auf ihn offensichtlich verübt wird. Ja, also ich finde, der Episodenguide ist auch wieder sehr, sehr hochwertig gestaltet. Und mir haben auch die Episoden der 16. Serienbox sehr gefallen. Die eigentliche Haupthandlung geht hier nur sehr, sehr sporadisch voran. Also immer mal wieder gibt es dann Hinweise zu einer bestimmten Telefonnummer, die einen bestimmten Ton abspielt. Und darauf wird immer wieder Bezug genommen. Aber so wirklich voran kommen die hier tatsächlich noch nicht, aber es gibt auch eine Szene, woran der Wahrheit tatsächlich nahe kommt, um wen es sich bei Conan eigentlich handelt. Aber das solltet ihr am besten selbst sehen. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Däumchen da lasst, wenn ihr mich abonniert. Dann bekommt ihr auch mit, wenn ich dann irgendwann die 17. Serienbox vorstelle oder vielleicht auch mal die Kinofilme. Das steht ja auch noch auf der Liste. Und lasst mir gerne noch einen Kommentar da, schreibt mir, wie euch Detektiv Conan gefällt, ob ihr euch auch auf die Blu-ray-Veröffentlichung der Reihe freut und ja, alles Mögliche würde ich dann gerne mit euch weiterhin diskutieren. Gut, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!